Heute haben wir auch das hier bei uns in der Sendung. Natürlich nehmen wir das Regionalwetter für diese Woche nochmal unter die Lupe. Wir blicken auf das Jahrestreffen des Naturschutzdienstes Erzgebirgskreis und um Unklarheiten zum Glasfaserausbau in Brand-Erbesdorf geht es auch. Sie sehen, es gibt also wieder viel zu erfahren und deshalb sollten Sie dranbleiben. In wenigen Augenblicken geht es los. Ich warte hier auf Sie. Bis gleich. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Dienstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Mittelsachsen und Erzgebirge mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 26. September 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Am vergangenen Samstag hatte das Landratsamt Erzgebirgskreis zu einer Zusammenkunft des Naturschutzdienstes geladen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden bisherige Naturschutzhelfer wiederberufen und auch neue wurden benannt. Kevin Preuß hat das Ganze hier mal zusammengefasst. Im Landgasthof Wemmer in Großrückerswalde fand am 23. September 2023 das mittlerweile 13. Jahrestreffen des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes im Erzgebirgskreis statt. Im Fokus des Treffens standen in diesem Jahr die Themen Renaturierungs- und Wiedervernässungsmaßnahmen in der Kernzone des Naturschutzgebietes Mothäuser Heide sowie Serpentinstreifen vorn in Sachsen. Es ist das 13. Treffen, das bedeutet, in jedes Jahr treffen wir uns als Landratsamt, unsere Naturschutzbehörde, Landrat mit dabei, mit den ehrenamtlichen Naturschutzhelferinnen und Naturschutzhelfern hier im Erzgebirgskreis. Es sind mittlerweile 114 Naturschutzhelfer, 4 Kreisnaturschutzbeauftragte und 2 Naturschutzwarte, also 120 ehrenamtlich Engagierte, die sich für den Naturschutz hier im Erzgebirgskreis einsetzen. Heute gehen die Exkursionen einerseits zur Mothäuser Heide, einem Hochmoor, was wieder renaturiert wurde, wo viel Mittel auch hineingeflossen sind, um da den Zustand deutlich zu verbessern. Teil der Exkursion ist außerdem der Serpentinstreifenfarn, also eine seltene Art hier im Erzgebirge, die bei Zöblis Ansprung vorkommt. Und diese Exkursion untermauern dann das in den Fachvorträgen gehörte. Dieses Jahr konnten insgesamt 5 Naturschutzhelfer neu und 4 ehrenamtlich Arrangierte auf diesem Gebiet wiederbestellt werden. Naturschutzbeauftragte sind eigentlich die Ansprechpersonen für die Naturschutzhelfer, die ja lokal in ihren Gemeinden oder lokal ganz speziell auch auf bestimmte Gebiete schauen, auf den Naturschutz, auf die Bedrohung der Artenvielfalt etc. Und ich stehe quasi als Vermittlerperson zur Verfügung, wenn Probleme auftreten, um das dann an die untere Naturschutzbehörde auch weiterzuleiten. Und mit den anderen Kreisnaturschutzbeauftragten, wir sind ja 4, gemeinsam auch übergreifende Prozesse im Naturschutz, im Erzgebirgskreis zu diskutieren, Entwicklungen abzusehen, auch Änderungswünsche einzubringen, die auch kreisübergreifend, also quasi im gesamten Kreis relevant sind im Naturschutz. Das Erzgebirge ist ja eine naturreiche Gegend und man sieht es an der heutigen Veranstaltung, sehr viele Menschen interessieren sich für die Natur und
von diesen vielen Menschen sind es einige, die sich auch engagieren wollen im Naturschutz. Ich freue mich sehr, dass wir heute 5 Neubestellungen unter den Naturschutzhelfern haben im gesamten Erzgebirgskreis. Auch einige Wiederbestellungen. Das heißt, es gibt immer wieder Leute, die sich engagieren wollen, die zum einen die Defizite erkennen, den Artenschwund zum Beispiel oder auch die Probleme zum Beispiel auch beim Waldumbau, beim Absterben durch Borkenkäfer etc. Aber auch die Potenziale und die Vielfalt der Landschaft bewahren wollen und auch sehen. Also wir haben auch sehr viele gute Entwicklungen, das muss man einfach mal klar sagen. Insbesondere zum Beispiel im Bereich des Naturschutz-Großprojekts, welches jetzt hier für unsere Region wirklich einen Mehrwert für den Naturschutz und auch finanzielle Mittel bringen wird. Aber auch zum Beispiel bei der Artenvielfalt in den Gemeinden, wo viele Gemeinden doch umdenken, auch auf Basis der Naturschutzhelfer, die an die Gemeinden herantreten und sagen, dass bestimmte Flächen eben nicht mehr kurz geschnitten werden, sondern für die Insektenvielfalt zur Verfügung gestellt werden. Also auch da entsteht ein Umdenken. Nun gibt es ja ein weiteres Thema, die Gürkauer Straße, der Rückbau. Das stößt den Bürgern teilweise sauer auf. Wie gehen Sie denn mit den Konfliktbausteinen um? Ja, ich kriege das natürlich von beiden Seiten mit. Wir haben heute einen sehr interessanten und auch aussagekräftigen Vortrag gehört zur Wirkungsweise dieser Maßnahme. Naturschutzfachlich ist das natürlich sehr gut begründbar. Es ist eine sehr hervorragende Maßnahme, um so ein Moor, was zu den wenig kleinsten Gebieten im Erzgebirgskreis in Sachsen zählt, wo noch intakte Moore vorkommen, zu schützen und auch vielleicht für die Zukunft fit zu machen. Andererseits ist es natürlich auch ein Problem für die Menschen vor Ort, die solche Maßnahmen dann plötzlich sehen und im Vorfeld vielleicht auch nichts darüber wussten und vor vollendeter Tatsache gestellt werden. Man muss also solche Maßnahmen viel besser, das muss ich einfach an der Stelle auch sagen, den Leuten vermitteln. Die Menschen sind prinzipiell naturverbunden. Die Leute, die diesen Weg genutzt hatten, waren ja die, die in die Natur wollten. Man muss das Verständnis versuchen zu entwickeln. Und in dem Fall ist vielleicht ein bisschen an dem konkreten Beispiel, sind Defizite zu erkennen, dass die Leute vor Ort einfach nicht wussten, was hier passiert. Für den Naturschutz wünsche ich mir einfach, dass dieses Naturschutz-Großprojekt, was jetzt unsere Region bereichern wird, offen aufgenommen wird von den Menschen vor Ort, einfach die Chancen gesehen werden. Ich empfehle jedem, der in den Urlaub nach Deutschland fährt, einfach mal ein anderes Naturschutz-Großprojekt aufzusuchen und zu sehen, welche Potenziale das birgt, welche Besucherzentren da auch entstehen können etc. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man offen da entgegengeht diesem Naturschutz-Großprojekt und einfach auch die Möglichkeiten sieht, wie man sich selbst mit seinen eigenen Flächen oder auch die Landwirte mit ihrer Bewirtschaftungsweise in dieses Projekt einbringen können und auch selber daraus Nutzen ziehen können. Der Ausbau des Netzes für schnelles Internet könnte in Deutschland gefühlt etwas zügiger vonstatten gehen. Sieht man jedoch die Auflagen und Gesetze, dann wird der Aufwand, bis so ein Glasfaserkabel in die Erde kommt, plausibel. Ja, und manchmal machen auch Ungereimtheiten die Runde. So in Brand-Erbesdorf, wo es hieß, dass die Telekom den Ausbau nun doch nicht vornimmt. Oder vielleicht doch? Jetzt haben wir uns der Sache mal angenommen. Seit dem Frühjahr erstrahlt Brand-Erbesdorf in Orange. An Lichtmasten, Werbetafeln und auf Veranstaltungen. Überall sieht man sie. Die Plakate mit dem Schriftzug, zum Beispiel, wenn Sie auch in Zukunft zeitgemäßes ordentliches Internet und das per Glasfaser nutzen möchten, dann entscheiden Sie sich schnell. Marketing, Realität oder doch eher Panikmache der deutschen Giganets. Sicherlich von jedem etwas. Bereits Ende Mai berichteten wir von dem Vorhaben des privaten Unternehmens, das sich der Mammutaufgabe annehmen möchte, Brand-Erbesdorf und seine Stadtteile mit dem Internet der Zukunft auszustatten. Es fanden Infoveranstaltungen statt, mit eher wenig Resonanz. Und auch das neue Internet an die Frau oder an den Mann zu bringen, gestaltete sich laut Aussage der Kundenberater der deutschen Giganets vor allem bei älteren Brand-Erbesdorfern bislang eher schwierig. Grund dafür ist, dass sich für viele Zuschauer die Frage nach dem Warum stellt. Warum muss erst ein Privatunternehmen kommen, um den Glasfaserausbau weiter voranzutreiben und für schnelleres und saubereres Internet zu sorgen? Und stimmt das denn so überhaupt? Was ist mit der Deutschen Telekom, die doch seit Jahren in der Region immer wieder ausbaut? Wir haben nachgehakt und wollen versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Fakt ist, dass Glasfaser die Zukunft des schnelleren Internets ist. Gerade während des Lockdowns und in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice gerieten Haushalte schnell mal ins Straucheln, weil die Leistung einfach nicht ausreichte und die Internetleitung hoffnungslos überlastet war.
Fast so wie zu Zeiten des guten alten Modems. Die Stadt Brand-Erbesdorf sah daher dringenden Handlungsbedarf und suchte nach einer flächendeckenden Lösung, die die Stadt und ihre Ortsteile auf den neuesten Stand der Technik bringen sollte. Die Deutsche Giganetz erklärte sich dazu bereit, sich die Herausforderung zu stellen und den Ausbau in der Bergstadt zu realisieren. Als Privatunternehmen mit entscheidendem Vorteil. Denn Fakt ist ebenfalls, dass bei einer Komplettrealisierung durch die Deutsche Giganetz keine Fördermittel beantragt werden müssen, die öffentliche Hand also nicht belastet wird. Also zum einen sind wir jetzt der einzige Anbieter, der flächendeckend in Brand-Erbesdorf ausbauen möchte. Und wir haben halt den Vorteil der garantierten Bandbreiten, der hohen Bandbreiten für Privatpersonen bis zu 1000 Mbit im Privathaushalt, im Download, 500 Mbit im Upload. Wer möchte, kann auch eine symmetrische Bandbreite erhalten, um so für den Privatbedarf zu Hause an Internet zum Surfen oder zum Arbeiten von zu Hause gut aufgestellt zu sein. Glasfaser ist ein optisches Medium, das heißt, dass wir die Daten nicht mehr über elektrische Signale übermitteln, sondern die Daten über Licht in den Kabeln verteilt werden und dadurch auch die höheren Geschwindigkeiten und verlustfreiere Übertragungen möglich sind. Fakt ist aber auch, dass dem Endverbraucher momentan recht ordentliche Geschwindigkeiten per Kupferkabel zur Verfügung stehen und die Deutsche Telekom gegenwärtig den weiteren Glasfaserausbau in den meisten Wohngebieten bedingt eben dadurch nicht vorhat. Welche Technologien bietet nun alternativ die Deutsche Telekom und ist der Glasfaserausbau damit nun komplett vom Tisch? Also die Deutsche Telekom hat 2000 angefangen, Haushalte in Brand-Erbesdorf, in Leubsdorf und in Lichtenberg auszubauen, und zwar mit Glasfaser auszubauen. Dieser Ausbau ist ein geförderter Ausbau. Da wird Glasfaser ausgebaut. Es werden Geschwindigkeiten, wenn das fertiggestellt ist, bei den Haushalten von einem Gigabit erreicht. Also 1000 Megabyte ist die Geschwindigkeit, die wir dann an diesen Haushalten bringen. Ende des Ausbaus voraussichtlich Ende dieses Jahres. Ein weiterer Ausbau ist zurzeit aber nicht geplant. Also ein Ausbau mit Glasfaser über das, was ich am Anfang gesagt habe, ist zurzeit in Brand-Erbesdorf nicht geplant. Aber der geförderte Ausbau ist auch noch nicht zu Ende. Auch da kann man nachgucken, ob man im Ausbaugebiet drin ist. www.telekom.de/glasfaser ist da die Adresse. Und wenn man dann im Gebiet drin ist, kann man sich heute schon einen Tarif buchen, auch wenn der Anschluss noch nicht vorhanden ist oder noch nicht angeschaltet ist. So kann man sich trotzdem diesen Tarif buchen und wird dann informiert, sobald er angeschaltet wird. Dann kann man auch sofort mit der neuen Geschwindigkeit loslegen. Vectoring, weil Sie das eingangs fragten, ist eine Technologie, mit der Kupferdrähte schneller gemacht werden. Auch das ist interessant für Leute, die nicht in einem Glasfaser-Ausbaugebiet sind. Die können durch diese Technologie höhere Geschwindigkeiten an ihrem DSL-Anschluss bekommen. Wenn Sie einen Vectoring-Tarif buchen, da gehen die Geschwindigkeiten dann von 100 Megabit auf 250 Megabit hoch. Also zum Beispiel. Fazit. Falls die Deutsche Giganetz ihr Vorhaben in der Stadt Brand-Erbesdorf mit dem Glasfaserausbau realisiert, scheint eine weitere Beantragung von Fördermitteln durch die Stadtverwaltung Brand-Erbesdorf zumindest für die Kerngebiete auf längere Zeit nicht mehr möglich zu sein. Das teilte uns auf Anfrage die Stadtverwaltung mit. Ein Ausbau von Glasfasertechnologien wird gegenwärtig nur einmal realisiert. Eine Überbauung durch einen zweiten Anbieter ist derzeit nicht möglich. Wie sich allerdings die Sachlage im Bestand der Wohnungsgenossenschaft Brand-Erbesdorf gestaltet, scheint gegenwärtig wohl noch ungewiss. Hier strebt man den weiteren Ausbau der Wohngebiete durch die Telekom an. Es bleibt also abzuwarten, ob Brand-Erbesdorf zukünftig weiterhin in Orange erstrahlt oder doch eher in Magenta oder einer anderen Farbe. Am Samstag ging es wieder in die Ernst-Gruber-Halle in Freiberg. Bevor das Spiel allerdings losging, wurde Silberhochzeit gefeiert. Das Brauhaus und die HSG hatten zu feiern. Aus diesem Grund wurden an Holger Schleich, dem Geschäftsführer des Brauhaus, Geschenke übergeben. Schauen wir zurück aufs Feld. Allmählich füllten sich die Plätze der Ränge, aber auch die Platte der Dachse. Die Mannschaft aus Blankenburg betrat die Halle. Das Team der Dachse stellte sich an diesem Abend dem HSV entgegen. Nach der letzten Heimniederlage waren die Dachse heiß und es sollte ein spannendes Spiel werden. Nun hieß es Anwurf. Wie auch im letzten Spiel fiel die Führung nach nur wenigen Augenblicken für die Gäste. Freiberg baute sich auf
und glich durch Niklas Kühn weiter aus. Zwar konnte die Gästemannschaft in den nachfolgenden Minuten in Führung gehen, doch die Dachse blieben dran. Sie bauten nach gut 7 Minuten auf ein 2:2 auf. In den nachfolgenden Minuten entwickelte sich das Spiel zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Tore für Tore fielen jeweils für beide Teams und es war deutlich zu sehen, dass die HSG an Druck gewinnen konnte. Es war definitiv ein anderes Auftreten als noch zuletzt. Trainer Zenk wies damit erste Erfolge im Aufbau der neuen Mannschaft auf. Hart umkämpft war der Ball. Die Zuschauer sahen eine packende erste Hälfte und auch die Schiedsrichter hatten viel zu tun. Mit einem 17:17 hieß es dann Halbzeit. Nachdem die Teams aus der Kabine zurückkamen, blieb das Spiel umkämpft. Durch die Auszeiten, die beide Trainer nahmen, wurde das Spiel ruppiger. Es gewann unter anderem an Dynamik. Bad Blankenburg wurde ebenfalls von einigen mitgereisten, aber lautstarken Fans unterstützt. Eine Motivation für den Sieg? Zunehmend machten sich alte Fehler bei den Dachsen breit. Es verlor an Aufbau und Abwehr. Die Gäste schienen die heimische Mannschaft zu überrennen. Die Handballer aus Bad Blankenburg bauten die Führung in der 53. Minute auf 30:25 aus. Dennoch kämpfte die HSG mutig weiter. Niklas Kühn, der an diesem Abend 3 Treffer verzeichnete, verkürzte in der 55. Minute auf 27:30. Doch leider half das auch nichts mehr. Unter den Augen der Fans endete das Spiel mit 28:32 für die Gäste. Aber es geht weiter. Trotzdem ließen die Dachse die Köpfe nicht hängen, denn das nächste Heimspiel steht am Samstag an. Und nun geht es wie auf Schienen rein in unseren Serviceblock mit dem Regionalwetter. Wir schauen in die Polizeimeldungen und gleich zu Beginn haben wir wieder Blitztipps und eine Sperrung. Vollsperrung der Ratsstraße Stangenweg 6 im Marienberger Ortsteil Pobersau. Aufgrund von Baumaßnahmen zum Gas- und Schmutzwasseranschluss ist die Ratsstraße Stangenweg 6 in Pobersau ab heute bis voraussichtlich 2. Oktober voll gesperrt. Ja, und die Polizei kontrolliert morgen die Geschwindigkeiten unter anderem in Siebenlehn B101 die Auffahrt zu A4 und die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen erwarten sie wieder an den üblichen und bekannten Stellen. In Freiberg zum Beispiel auf der Thomas-Münzer-Straße. Achtung, hier ist 30. Das heißt, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart bekanntlich Geld und schont vor allem die Nerven. Ja, Hochrosi und Tiefneitschel haben unser Wetter unspektakulär im Griff. Hier ist das Regionalwetter nach dem Blick in die Polizeiberichte. Zschopau, mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt. In der Nacht 24. September 18.30 Uhr bis 25. September 3.30 Uhr führten Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion an der B174 auf einem Parkplatz Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch. Der Fokus lag dabei auf LKW und Kleintransportern. Neben Einsatzkräften der Polizeidirektion Chemnitz waren auch Kräfte der Polizeidirektion Görlitz und Zwickau sowie der Bundespolizei an den Maßnahmen beteiligt. Während der 7-stündigen Kontrolle wurden insgesamt 24 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten eine Straftat, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie 29 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen das Sonntagsfahrverbot, 2-mal, Fahrens ohne notwendige Fahrerkarte, 3-mal, Geschwindigkeitsverstöße, 6-mal und Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, 18-mal fest. In Summe waren 15 Beamte in den Kontrolleinsatz involviert. Mit dem Rundblick um Marienberg herum geht es heute ins Wetter rein. Aufgenommen wurde das heute früh, kurz vor 7 Uhr, also noch vorm Sonnenaufgang. Gut zu sehen der Nebel oben auf den Höhen. Später war es heute dann wieder ein Spätsommertag Ende September.
Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel leicht bewölkt mit vielen Lücken für die Sterne und den zunehmenden Mond. Oben in den Bergen kann sich wieder Nebel bilden, dann ist natürlich nichts mit Sterne gucken. Ja, und mal abgesehen von der hohen Luftfeuchtigkeit bleibt es aber sonst trocken. Das Niederschlagsrisiko trägt eine Null. Auf den Anzeigen der Thermometer sind in der Nacht folgende Werte zu lesen. Rund um Aue stehen 12 bis 14 Grad Celsius und oben auf dem Erzgebirgskamm sind es 11 bis 13 Grad Celsius. Der Wind haucht dabei nur sehr gering mit um die 5 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Mittwoch startet der Tag mit einem wolkigen Himmel. Im Lauf des Vormittags wird dann mehr Platz am Himmel und die Sonne bekommt eine größere Aktionsfläche. Leicht bewölkt ist hier der Fachausdruck. Der Nachmittag sieht dann genauso aus. Am Abend verschwinden dann sogar noch die paar Wolken und die Sonne rechnet am Ende des Tages immerhin bis zu 5 Arbeitsstunden ab. Klar geht es dann in die Nacht hinein. Also, der Regenschirm kann morgen getrost zu Hause bleiben. Regen steht nicht auf dem Plan. Eine Null beim Niederschlagsrisiko zeigt das auch an. Ja, und was die Temperaturen angeht, so findet man die Maxi-Werte im 20er-Bereich wieder. Selbst oben auf dem Erzgebirgskamm gibt es zwischen 12 und 20 Grad und unsere Flachländler können sich auf 12 bis 23 Grad einstellen. Der Wind weht aus Süden und das tut er als leiser Zug mit um die 6 Kilometer pro Stunde. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist logischerweise der Donnerstag. Der Donnerstag bietet der Sonne den größten Spielplatz. Der Himmel ist nahezu wolkenlos und es bleibt weiter trocken. 13 bis 24 Grad werden erwartet und der Wind weht weiter aus Süden. Am Freitag erwarten wir den wärmsten Tag der Woche. Leicht bewölkt ist das Firmament, es bleibt trocken und die Sonne lässt die Temperaturen auf 12 bis 25 Grad klettern. Der Wind weht dann auch aus Süden und zwar leicht. Ja, und wie das dann im weiteren Wochenverlauf weitergeht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim ersten vorsichtigen Ausblick aufs kommende Wochenende. Tja, das war's nämlich schon wieder für heute hier vom Regionalwetter. Das war's dann auch schon vom Dienstags-Regional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.